Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Crusader Kings 2 Let's Play. Ja, heute mal ohne meine Zeitnehmer-Handy-Uhr. Ich hoffe, das klappt auch so. Das müssen wir heute mal irgendwie, oder muss ich heute mal irgendwie hinkriegen. Das wird aber, denke ich mal, ein geringeres Problem sein. Heute ist eine Folge mit diesem Champagner-Bürgerkrieg zur Erhöhung der Macht des Rates unterwegs. Gegen Thibaut den Frommen. Angefochtener Titel, Herzogtum. Nee, das ist nicht gut. Das ist unser Verbündeter hier. Boah, und er hat schon echt hardcore was verloren durch die Schlachten. Da müssen wir eigentlich eingreifen, weil das unser Verbündeter ist und der hat hier kaum noch Männers. Da müssen wir uns aufstellen. Es sind gerade auch keine Fraktionen, die uns hier reingrätschen können. Das ist schon mal gut. Tore schließen. Was ist denn hier eigentlich los? Epidemien irgendwo? Nee, da unten nur. Lagerfieber, das müsste eigentlich kein Problem sein. Dementsprechend werden wir mal gucken. Wir werden von Alwin Truppen ausheben, von Gisbrecht, der sehr, sehr gut mit uns befreundet ist, nicht von Gerrit, der mag uns nicht so sehr. Gauthier wird ein paar Truppen stellen, Guillaume kann ja irgendwie gerade nicht. Und Lambert auf jeden Fall und natürlich auch. Ach nee, Mist. Ach, die muss ich wieder wegnehmen. Der ist ja auch schlecht auf mich zu sprechen. Und Alphonse, der stellt auch Truppen. Ne? Aber schon mal 200 Mann zusammen. Und dann nehmen wir unsere eigenen Truppen natürlich auch noch mit. Packen wir jetzt mal alle nach Ypern, würde ich sagen. So, und der Rest, der bleibt erstmal offen. Das müsste eigentlich auch schon reichen, wenn ich das so sehe, um die gegnerische Armee hier zu besiegen und unserem Verbündeten auszuhelfen. Baron Francais stimmte die Herrscherentscheid über Kriegserklärung von Herzog Robert ein Gefallen eingefordert war. Mathieu auch. Ja, Herzog Robert von Toulouse, der Nachfolger hier auf das Herzogtum von der Normandie, der macht hier Nägel mit Köpfen. Also das wird ein ganz mächtiger Herzog nachher werden, das steht schon fest. Da müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen langfristig. So, wir sind selber Rudolf. Schwere Infanterie, Verteidigungsmoral, Führung im Zentrum. Boah, Moralschaden, Belagerung von Mertjen und Gottschalk mit 16. Also das sind schon sehr, sehr fähige Leute hier. So, wenn wir aus Paris angreifen, ist das hier ein Problem. Ja, tatsächlich, weil wir eine Flussüberquerung haben. Wo ist denn hier keine Flussüberquerung? Nach Orléans ist auch eine. Ah! Ja, das ist eine Provinz, die aus allen Richtungen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, die aus allen Richtungen mit Fluss abgedeckt ist. Das heißt, da gehen wir auf jeden Fall nicht direkt in die Schlacht, so dumm sind wir nicht. Sondern wir werden erstmal. Kann man das ausbalancieren hier eigentlich, die Truppen? Nee, ne? Die sind irgendwie so komisch festgelegt. Naja, gut, das muss eben so gehen. Warten wir mal ab. Herzog Bertrand, der Unfertige, hat den Titel Grafschaft von Nice von Ava de Lille Jourdain übernommen. Aha, was interessiert mich das jetzt? I have no idea, was da los ist. So, hier ist auch wieder ein Kampf. Hier ist auch so eine Revolte irgendwie. Wir werden uns jetzt mal hier der Truppe des Herzogs anschließen, um Blois zu belagern. Denn darum geht es ja letztlich. Dann kann er hier so lange Chartres erobern, wie er will. Denn man sieht ja auch hier, wir kontrollieren die Champagne und deswegen bekommen wir auch Kriegspunkte dafür. Gerüchte um einen Verräter. Schwächen die Kampfmoral der Verteidiger von Blois. Das ist doch gut. Oh ja, die sind schon sehr weit runter. Das dauert also nicht mehr allzu lang. Aber wir haben auch was verloren. Schade. Das ist ärgerlich. So. Ja, unserem Verbündeten hier zu helfen, das ist auf jeden Fall wichtig, weil was nützt mir ein Verbündeter, der auch noch Macht verliert? Das kann ja nicht in unserem Sinne sein, dass Hugues, der Flüsterer, hier macht, was er will. Gegenüber dem Herzog von Troyes. Thibaut, ja, der kann natürlich auch bald schon sterben. Der ist schon 50.
Allzu lange sollten wir jetzt mit den ganzen Aktionen hier auch nicht mehr warten, aber ich kann es halt auch nicht erzwingen, weil der Herr der Normandie ist einfach zu stark. Sein Sohn wird noch stärker wahrscheinlich werden, aber was nützt es mir jetzt schon zu verlieren? Das bringt mir auch nicht viel, ne? So, wir haben wieder hohe Verluste erlitten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kind hat noch kein Kindheitsfokus. Unser Sohn Frederik, der Bruder hier. Der kriegt mal einen Verwaltungsfokus, glaube ich. Pflichtfokus. Der steht in der Pflicht, ein guter Verwalter zu sein. Sehr gut. So, wir sind anwesend. Auf alle Fälle. Ja, und dann schauen wir mal. Wir machen gerade etwas Minus natürlich durch den Krieg, aber ist jetzt nicht sonderlich viel. Prestige, Pietät steigt an. Die Domänengeschichte können wir erst lösen, sobald unser Sohn 16 wird. Das dauert noch mindestens 4,5 Jahre. So, ja, hier sehen wir schon, die Kriegspunkte wenden sich so langsam für Herzog Thibaut. Ich hoffe, das lohnt sich jetzt im Nachhinein auch. Nicht, dass der irgendwann stirbt und wir haben da gar nichts mehr von. Das wäre natürlich ärgerlich. Aber ja, wie gesagt, der Herzog der Normandie, das wird eine Herausforderung, den Titel Herzogtum von Flandern zurückzukriegen gegen so einen mächtigen Herrscher. Da haben sie uns ganz schön outplayed. Also da hätten wir vergleichsweise wenig gegen tun können, gegen so einen mächtigen Kontrahenten. Nun gut. So, Mai 1143 haben wir schon. Die Zeit, die geht ganz gut voran hier. Im Krieg. Und wir haben die Belagerung von Saint-Aignan gewonnen. So, Friedensangebot akzeptiert. Bei dieser erneuten Eroberung. Man sieht ja auch schon, das französische Königreich wird hier unten richtig stark. Das ist ja richtig heftig, ey. Hätte ich nicht gedacht, dass das auf Dauer so erfolgreich ist. Spanien selbst ist hier ein Schatten seiner selbst, aber Frankreich schickt sich hier an, die Reconquista quasi zu machen. Das ist auch interessant, schon um 1143, so ein bisschen früh eigentlich. Aber gut. Plünderer von Häuptling Hakan müssen wir jetzt leider aushalten. Denn meine Armee ist gerade woanders. Das ist halt Pech. Plünderer sind dort aufgetaucht. Das machen die natürlich nicht zufällig hier. Ja, da müssen wir halt mit leben. Das ist eben so. Denn wir müssen schauen, dass wir zügig jetzt hier die Provinzen einnehmen. Auch die Stadt Beaugency. Die muss hier relativ schnell besiegt werden. So, hier kommen nochmal Truppen von Kedafu. Okay, was auch immer der ist. Für eine Nationalität. So, Bildungsschwerpunkt für unseren Baudewin. Ja, es sieht jetzt alles nach Diplomatie eigentlich aus, ne? Kriegskunst und Intrige geht auch, Bildung auch. Er ist manipulierbar. Diplomatie plus 1. Bildung plus 1 verspielt Diplomatie. Ja, aber so richtig gut ist er eigentlich höchstens in Diplomatie und noch eher in Intrige unterwegs. Der intrigante Baudewin. Ja, vielleicht machen wir es auch so. Das klingt doch gar nicht verkehrt. Ein intriganter Baudewin, okay. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. So, irgendwer wurde inhaftiert. Irgendeiner wurde zum Kommandanten ernannt. Ich soll natürlich auch Kommandant machen. Das machen wir natürlich immer noch nicht. Wir haben hier gerade auch noch andere Dinge zu tun für unseren Verbündeten. Da werden wir auf gar keinen Fall. Uns hier abfrühstücken lassen. So, Chartres wurde erobert. Aber wir haben auch Blois erobert. Siehste, das ist doch schon mal gut. Wir kontrollieren immer noch die Champagne. Interessanterweise. So, und jetzt geht's hier, glaube ich, zur Schlacht, was? Gehen wir einen langsamer. Ne, wir erobern Sens und er erobert Troyes. Und es ist uns anscheinend sehr egal. Okay. Nun gut, das ist auch in Ordnung. Zieht sich alles ein bisschen hin hier. Vormund, Vormund. Ja.
Erhalt eines Titels, Alter, ey, der ist so gierig, der Typ. Das ist ja wirklich krank. Der ist richtig, richtig gierig. Ganz schön heftig. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine riesige Überlegenheit. Ich würde ja eigentlich eher die Armee jetzt angreifen, wo wir so überlegen sind. Wobei, wenn natürlich hier wieder Flussüberquerungen haben nach Troyes. Massiver Andrang von Rekruten hier unten in Artois wieder. Das ist doch auch nicht schlecht. Der könnte aber auch wieder in Brügge dasselbe tun. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. So. Okay, sollte er das hier aber erobern, dann bekommen wir, glaube ich, hier den kontrolliert Champagner-Bonus abgezogen. Dann sind wir natürlich wieder ein bisschen im Minus. Also. Allerdings ist das Problem, Troyes ist wieder von allen Seiten geschützt durch Flüsse von Dijon, von Bourgogne, von überall, von Saint-Trois, von dort, also Auxerre ist dort, ja. Saint und Bar. Aber von Reims nicht, ne? Von Reims könnten wir angreifen. Warum denn nicht? Wir lösen uns mal, marschieren nach Reims und verhindern, dass er hier Troyes einnimmt. Oh, und er will auch angreifen, allerdings mit Flussüberquerung. Nee, das machen wir nicht. Wann sind wir da? Am 17. April, er ist am 7. da. Oh, dann helfen wir ihm jetzt schon relativ spät aus. Hauptsache, das klappt. Das wird eine enge Geschichte. Für ihn alleine wird es, glaube ich, nicht klappen. Aber mit unserer Hilfe sollte das gegen diese Lappen hier kein Problem sein. Ja, das sieht schon mal gut aus. Den Gegner hier direkt besiegt. Sehr gut. Verfolgungstaktik. Zack, zack. 778 Leute verloren. Sehr gut. 91%. Das hat es gebracht hier, die Schlacht von Troyes. Und dann können wir uns auch wieder anschließen, denn. Das reicht jetzt hier komplett aus. Sehr gut. Ja, wir haben der KI ein bisschen nachgeholfen. Das ist auch mal okay. So geht das dann doch ganz gut. So, wir sind schon 31. Unser Sohn ist 12 und wird demnächst 13. Er ist übrigens gesellig geworden. Ist eigentlich ein guter Diplomat. Besorgniserregende Kunde bezüglich Marschall Barnier erreicht euch. Offenbar setzt er Soldaten ein, um den Bauern in Brügge Geld abzupressen. Das ist unser Marschall, der aber zufrieden, tapfer ist, törichter Krieger, eifrig und fleißig. Nee, der wird auf jeden Fall nicht erhoben. Oder enthoben. Okay, Chartres überfielen die Belagerungsarmee. Ja, wir verlieren Leute, das ist nicht so schön, aber können wir jetzt nicht ändern. Wir könnten Bernard natürlich einkerkern, wenn er uns mal dumm kommt, aber er ist halt ein zufriedener Vasall. Was will ich dem denn jetzt hier? Nein, das wäre wirklich Quatsch. Ja, nächster Krieg um Granada wurde erklärt. Leute, Verwalter. Alter Verwalter, das ist ja richtig heftig hier. Guillem, der alte 68-jährige König. Nochmal, ich glaube, das war nicht so schlau, weil den Krieg wird er wohl kaum zu Ende kriegen mit 68 Jahren. Ich glaube, das wird nichts. Hat einen massiven Andrang ausgelöst. Das ist schön. Das freut mich zutiefst. Da können wir ihn jetzt nochmal. Ne, können wir nicht. Doch, jetzt wieder nach Ypern schicken. Vielleicht löst er auch dort nochmal einen Andrang aus. Das wäre gar nicht mal verkehrt. So, wie lange dauert denn das hier noch? Das ist ja ewig hier. So, die belagern. Ne, die stehen in Sens einfach nur rum. In Sens. Der hat schon wieder eine Baronie geerbt von Lillebonne. Alter, der ist so fucking mächtig. Das ist ja unfassbar. Der wird bestimmt bald sterben, aber der hat halt so eine Grundlage gelegt für seinen Sohn. Das ist unglaublich. So, wir waren schon wieder. Die Gegner waren schon wieder siegreich. Wir haben schon wieder Truppen verloren. Das ist blöd. Denn die fehlen mir hier gleich in den Provinzen. Macht mal bitte hinne hier. Das ist doch wohl nicht euer Ernst, dass das hier so lange dauert. So, Thibaut gewann, das Ding ist vorbei. Das heißt, wir können jetzt die Truppen auflösen. Auch auf französischem Boden können wir das ja kostenfrei machen. Sehr, sehr gut. So, dann sehen wir hier,
Ja, da haben wir alles richtig gemacht im Prinzip. Wir können dem Reich einen Erben vorstellen. Ja, das ist ja schon mal in die Hose gegangen, aber ich werde es trotzdem mal tun. Wir haben ja hier einen geselligen und sehr guten diplomatisch aufgestellten Sohn. Das könnte auf jeden Fall gut ausgehen. Ihr habt eure Vasallen eingeladen, an einem offiziellen Empfang zur Vorstellung teilzunehmen. Er wird viele Höflichkeiten austauschen und ein formales Auftreten zeigen müssen, was sicherlich für jemanden, der noch so jung ist wie er, ermüdend sein kann. Aber er ist ja gesellig. Ich glaube, das wird ganz gut. Er ist auf jeden Fall einer, der das kann, der vom Herrschen jetzt schon ein bisschen was versteht. Das ist doch schon mal gut. Auch wenn manipulierbar vielleicht nicht die beste Eigenschaft ist, die er hier bekommen hat. Ja, mal gucken. Warten wir es einfach mal ab. Geehrtes Bündnis. Ja, das war ganz gut. Der mag uns jetzt schon ziemlich. Dann wird er das Bündnis vermutlich dann auch ehren, vorausgesetzt, es kommt auch tatsächlich mal dazu. Aber wie gesagt, ich glaube, wir warten wirklich die Machtübernahme des Sohnes ab. Weil das könnte dann nochmal wirklich eine Schwächung bedeuten. Übrigens müssen wir mal weitermachen hier. So, schön. Ja, Domäne ist noch zu groß. Das können wir halt erst ändern, wenn unser Sohn 16 Jahre alt wird. Dann übergebe ich ihm gerne Artois. So, nachdem Baudouin sich Bischof Alphonse von Rosbeck vorgestellt hat, präsentiert er sich mit Würde und hinterlässt bei Alphonse einen guten Eindruck durch gut platzierte Komplimente. Das freut mich. Meinung steigt leicht an. Er ist beeindruckt, das ist schön. So wollen wir das natürlich auch haben. So, nächstes Jahr 1145 ist angebrochen. Unser Sohn ist 13 Jahre halt alt schon. Das ist alles nicht so schlecht. Ja, gut. So, diplomatische Beziehung. Wir sind mit unserem Bruder und dem Herzog von Troyes verbündet. Das ist jetzt doch nicht die stärkste Verbrüderung hier. Aber es ist definitiv besser als nichts. Cool wäre natürlich, wenn wir noch einen weiteren Herzog kriegen hier. Aber Thélemy von Orléans ist mit ihm. Aber der mag uns schon von Anfang an nicht so sehr. Das wäre sehr schwierig. Der ist auch ein ziemlich böser Charakter hier. Ein Feigling, gierig, gefräßig. Nee, damit können wir gar nichts anfangen. Rollenspieltechnisch macht das gar keinen Sinn. Ja, König Gilhelm, der kann uns ja wahrscheinlich eh nicht helfen. Außerdem ist er alt und besessen. Das lohnt jetzt auch nicht mehr. Herzog Öde. Öd, der Verführer. Da geht's noch so grad. Der hat immerhin Grafschaft von Tours und Bourges. Der ist gestresst mit 31 Jahren. Ich hoffe, das ist für ihn. Ruf Casanova. Ey, der macht Verführung, Alter. Lustbläschen, der alte Sack. So. Geduldiger Verteidiger, okay. Ne, mit der Fraktion hatte der auch nichts zu tun. Die ist wieder weg. Ja, das wäre natürlich auch noch ein möglicher Verbündeter hier. Hier haben wir noch einen Herzog von Dijon, aber der ist halt auch schon uralt. Der ist allerdings gut beim König angesehen. Ehrgeizig und treuherzig. Der hat auch zwei Grafschaften, Dijon und Auxerre. Ja, es ist auch nicht so schlecht, ne? Herzogin Heloise hat aber nur eine Grafschaft, nur die von Amiens. Wäre aber vielleicht auch eine Verbündete. Auch die hat Lustbläschen, das gibt's ja nicht. Hieß auch gesellig, gemäßigt. Okay. 1,8k hat wenig Geld aktuell. Wie sah es denn bei ihm hier aus? 2,17k hat auf jeden Fall eine ganze Menge Kohle. Ist halt ein kleines Risiko, weil er gestresst ist, ne? Ja, wenn, dann könnte ich ihn wahrscheinlich nur auf ein Nicht-Angriffspakt über eine Verlöbnis ziehen. Da halten wir ja hier noch Alise. Ich weiß aber nicht, ja, da müssten wir jetzt mal gucken, ob wir bei Tour irgendwas finden. Angeblich nicht. Ach so, wir können ja auch nach seiner Burg
Bourges. De Bourges ist der. Okay, und der hat ja hier Söhne bis zum Abwinken. Da muss doch irgendeiner dabei sein hier. Am besten der Thierry. Der Nachfolger, obwohl, das ist ein Bastard, okay. Außerdem ist der schon verlobt. Adele nicht, Mathieu. Wie kann ich denn sehen, ob das der Nachfolger ist hier bei ihm? Ach hier, Mathieu. Genau, Mathieu ist der Nachfolger. Also Mathieu könnte man sich hier vorstellen mit 8 Jahren. Wie alt ist unsere Alice? Ist 10. Oh, das wäre ja eine passende Partie eigentlich. Mal gucken, ob ich hier... Mathieu. Genau, nicht Angriffspakt mit Öde, der Verführer. Der würde das auch machen. Wir würden sogar ein bisschen Prestige bekommen. Ja, das wäre ganz praktisch. Der nächste Verbündete schickt sich hier, glaube ich, an, wenn das klappt. Das ist keine schlechte Idee gewesen. Sehr schön. So, nachdem Baudouin sich Bürgermeister Lambert vorgestellt hat, präsentiert er sich ebenfalls mit Würde. Und es gibt +5 Beziehungen von Baudouin und Lambert. Das ist doch schön. Mit dem wir ja nicht so eine gute Beziehung haben, weil er halt gerne im Rat ist. Die letzten eurer Vasallen sind gegangen und Baudouin wirkt sehr erleichtert. Er wirkt erschöpft von all den Formalitäten. Doch dieser offizielle Auftritt wird ihnen sicherlich in Zukunft noch nützlich sein. Wunderbar. Zur Perfektion erzogen. Monatliches Prestige und Meinung der Vasallen +4. Das ist gut für Baudouin. Das bringt ihm natürlich gleich ein Plus. So, Ehe zwischen Alice und Mathieu anzunehmen, das ist gut. Denn das bedeutet auch, dass wir direkt ein Bündnis schmieden können. Geilo, das ist gut. Noch ein Bündnis, das ist eine gute Nachricht. Gute Nachricht Bibel quasi, denn so langsam, aber sicher, haben wir hier eine ganz schön machtvolle Allianz. Vorausgesetzt, die bringen natürlich alle ihre Truppen mit. Das ist ja klar. Ja, hier muss erstmal unser Geld wieder aufgebaut werden. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir da momentan nicht so viel haben, aber das lässt sich nicht ändern. Ja, das ist gut. Allerdings war das jetzt auch unsere letzte Möglichkeit, hier jemanden zum Bündnis zu bringen, solange wir nicht eine weitere Tochter noch bekommen. Außer wir würden Frederik noch vermählen. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Dass man vielleicht eine Tochter aus irgendeinem anderen Haus noch nimmt, ne? Von ihm waren wir nicht so überzeugt, wobei auch da könnte man es probieren bei -4. Der hat ja auch immerhin Orléans und Chalon als Grafschaften. Chalon ist hier unten, aber Orléans ist halt hier. Das liegt alles sehr nah an der Normandie dran. Vielleicht läuft da was. Achso, ich hätte gucken müssen... sag doch mal gerade, das ist KP, das ist sogar dieses Königsgeschlecht. Königsgeschlecht KP, so hier wollte ich rein. So, da und dann müssen wir mal gerade bei KP gucken. Theresa Höfling in Orléans. Ist das überhaupt seine Tochter dann? Oh Gott, jetzt ist er wieder weg. Theresa, ja, tatsächlich. Okay, jetzt kriege ich es aber langsam gebacken hier. Theresa, KP habe ich gesucht, ne? Genau. Oh, er würde das auch machen. 42 Prestige für das Haus KP, weil die so mächtig sind. Nicht Angriffspakt mit Orléans. Senden wir auch ab. Boah, jetzt machen wir hier. Jetzt fahren wir hier die richtig harten Geschütze auf. So, er hat beschlossen, die Ehe anzunehmen. Und jetzt ist die Frage, schmiedet er ein Bündnis? Ja. Boah, Gott sei Dank, ey. Boah, jetzt sind wir aber richtig machtvoll geworden hier. So, noch schnell abwarten, bis das bestätigt wird. Ja, er willigt ein. Perfekt. Jetzt schaut euch das bitte mal an. Wir haben hier die ganzen Leute als Verbündete. Das ist ja schon wirklich ein signifikanter Anteil von Herzögen und Grafen, die uns jetzt hier folgen. Wir haben 3 eigene Domänen, die wir dann ganz demnächst an Baudouin abgeben, der ja bald 14 wird. Dann dauert es noch maximal 2 Jahre. Und dann können wir ihm hier Artois geben. Ich denke mal, Artois macht am meisten Sinn. Die Frage ist, wie lange macht der es hier noch? Das Problem ist, wenn wir ihm jetzt den Krieg erklären, ist das, glaube ich, doppelt unpraktisch, weil durch seinen Tod könnte der ganze Kriegsdingens enden, ne? Ich weiß aber nicht, wie ist denn das jetzt mit den Ansprüchen?
kann ich den Anspruch noch durchsetzen, wenn der Nachfolger von ihm, Herzog Robert von Toulouse, dran ist? Weil der übernimmt ja dann den Titel, ne? Hab ich denn dann noch den Anspruch? Eigentlich doch schon, oder? Mein starker Anspruch auf Herzogtum von Flandern, der erlischt ja nicht. Der erlischt höchstens, wenn ich tot bin und mein Sohn den nicht unbedingt erbt, ne? Ich glaube, so war das. Also es müsste eigentlich klappen, dann warten wir lieber noch. Weil wenn ich dem jetzt den Krieg erkläre und der stirbt bald ab, und das kann wirklich sein, weil der ist ja schon gestresst, dann endet auf jeden Fall der Krieg und ich muss das Ganze nochmal neu aufbauen. Das wäre natürlich ziemlicher Käse. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Aber diese Bündnissituation, die sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus. Wir haben unsere Kinder verheiratet, geschickte Bündnis- und Ehepolitik betrieben. Das sieht richtig gut aus. Und wir könnten sogar noch ein drittes Bündnis schon mal anstreben, denn wir haben ja noch gar kein Verlobnis für unseren eigenen Sohn. Das mache ich jetzt auch noch mal gerade. Wäre da vielleicht Amir sinnvoll mit Marie? Die ist nämlich auch 9 Jahre alt. Das könnte hier... Und die ist Nachfolgerin auf das Herzogtum. Geht das überhaupt? Vexin Amiens. Das gucken wir doch mal gerade nach. Marie. Das ist die Marie. Oh, die ist hässlich. Die ist auch noch hässlich. Ja, das ist natürlich irgendwie unpraktisch. Weil wir so einen guten Diplomaten haben und dann nehmen wir uns so eine unfähige. Da sollte man vielleicht schon drauf achten, ne? Nicht immer gleich das Erstbeste nehmen unbedingt. Wie gesagt, König Wilhelm, das nützt uns eh nichts. Ja, die Tochter ist ja schon tot. Er hat noch Prinzessin Raimonde. Ich weiß aber nicht, ob das so gut ist. De Courtenay. Da sind wir aber natürlich mit dem Königsgeschlecht verbunden. Ich weiß nicht, ob uns das überhaupt hilft im Fall eines Falles beim Angriff hier. I don't have any clue. Ja, Herzogin Heloise. Das wäre schon nicht schlecht. Die hat auch im Mortain hier sogar noch Gräfin Valence. Die hat sogar 3 Grafschaften. Lol. Wo ist denn Denia? Ach, hier unten. Ach so, nee, das nützt uns natürlich dann wieder nichts. So, den von Tour hatten wir. Da haben wir ja schon Bündnis. Ja, könnt ihr jetzt Poitiers noch gucken. Herzogin Agathe mit 13 Jahren. Die Frage ist, macht die so eine Heirat überhaupt mit? Die wäre natürlich äußerst geeignet, keine Frage. Die Frage ist, das ist jetzt die Vrea, okay. Die Vrea, ach nee, das wird so nicht geschrieben. Nee, da ist nur Almodi. Genau, wir können die Herzogin nicht heiraten, weil die ja Primärinhaberin des Titels hier unten ist. Das ist natürlich jetzt doof. Hier ist Krieg, da können wir gar auch nichts machen. Ja, Dijon, das war der alte Bohemond. Ich weiß nicht, endet der das Bündnis, wenn er stirbt? Ja, wahrscheinlich schon, aber er ist 51, das ist noch ein bisschen hin. Hoffe ich mal. Denn der hat jetzt ja auch, der hat Eglantine und Constance. Guillaume und Baudouin, auch ein Baudouin. Constance ist ein Zwilling. Achso, die sind Zwillinge. Pingelig, stolz und gerecht. Ja, das sieht gut aus. Und Eglantine, die ist ein bisschen schwächer drauf. Dann wäre es Constance, die wir nehmen müssten. Ach halt, das wäre da Bachaumont. Gucken wir mal. Hä? De Lusignan. Hab ich das jetzt wieder falsch gelesen? Lol. Nein, hier. Da Bachaumont. Nee, de. Ach Gott. Leute, Französisch natürlich. De. Ist ja klar. So, hierhin. Oh, das ist jetzt ein bisschen langweilig vielleicht gerade an der Stelle, aber ultra wichtig. Genau, das ist. Aber wir können nur Eglantine nehmen. Ist die andere schon verheiratet? Moment. Die andere wird vielleicht schon verheiratet sein, wa? Ja, die ist schon verlobt. Oh, schade. Die wäre mit der Diplomatie eine bessere Partie gewesen.
Ihre Schwester ist da nicht so dolle. Die ist natürlich 11 und sie ist schon 14. Da kann natürlich noch was passieren, ne? Sie ist ja auch gerecht. Da kann ja noch was kommen. Sie ist ja auch rauflustig, bullig, ehrlich oder stumpfsinnig. Hoffentlich wird sie ehrlich oder so. Eifrig, gebildet oder schwächlich. Und sie wird fleißig oder gemäßigt. Das sind gute Eigenschaften, die hier sich andeuten, möglicherweise. Das sollte man machen mit Eglantine, glaube ich. Eglantine de Bachaumont. So, das gibt halt kein Prestige, ne? Ist jetzt nicht die ehrenvollste Heirat, aber wäre wichtig wegen Nicht-Angriffspakt und Bündnis mit Bohemond. Ich weiß nicht, ob es noch eine bessere Möglichkeit gibt. Ja, Toulouse, ne? Aber was bringt mir. Ja, das mit Toulouse könnte natürlich backfiren. Wenn ich mir ihn jetzt hier als Verbündeten nehme, ist das aktuell ja gar nicht so doof. Aber wenn der halt schon Nachfolger ist und jetzt der Herzog der Normandie stirbt, wie wir das geplant haben, dann nützt mir ja ein Bündnis mit ihm überhaupt nichts mehr, ne? Das ist ja alles ein bisschen dösig. Ja, hier war eine Bourbon-Revolte gerade am Start. Hier haben wir eine Grafschaft von Anson. Der hat auch keine Kinder bisher. Der ist erst 18 Jahre alt. Nikolas der Heilige hat auch überhaupt keinen Nachfolger. Das ist alles so ein bisschen durcheinander hier. Ja, also wenn wir noch einen Verbündeten brauchen, dann bleibt ja nur noch Heloise und Bourmont übrig hier. Alle anderen sind ja dann hier entsprechend schon vergeben Richtung, ja, Richtung Herzog Robert. Da brauchen wir auf jeden Fall kein Bündnis mit. Ich könnte jetzt bis zur nächsten Folge nochmal gucken. Wie sieht's aus? Wenn ich mit dem König hier ein Bündnis eingehe, hilft mir das im Krieg für die Rückeroberung um das Herzogtum von Flandern, Fragezeichen. Das weiß ich jetzt leider nicht. Ich fürchte nein, weil es eben ein König ist. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wenn das jemand weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Ich nehme jetzt auch erstmal die nächste Folge lange noch nicht auf. Also von daher habt ihr da ein bisschen Zeit. Die kommt ja schon heute raus. Ja, die ist ein bisschen länger geworden, die Folge, aber ist nicht schlimm. Wir haben viele neue Bündnisse hier bekommen. Und ein weiteres Bündnis können wir auf jeden Fall noch schließen für unseren Sohn Baudouin hier eine Heirat. Und dann haben wir wirklich also eine große Machtbasis, vorausgesetzt, die Leute unterstützen uns auch wirklich im Krieg, ne? Dann können wir es nämlich riskieren, sobald er hier gestorben ist, das wird ja bald sein, dass wir dann von seinem Nachfolger hier das Herzogtum von Flandern zurückfordern. Wenn das noch geht. Ich hoffe, das klappt dann auch, ne? So, also bis dahin, liebe Leute, macht's gut, euer Tastenhauer.